Und wir wollen jetzt ihre Geschichte erzählen. Das war nämlich der große Traum von Samia Yusuf Omar, die Olympischen Spiele in Peking. Da hat sie mitgemacht. Sportlich hat sie dann nicht so viel gerissen, wie sie wollte. Und deshalb hat sie davon geträumt, noch einmal zu den Spielen fahren zu können. Doch auf ihrer Flucht ist diese junge Frau vor Malta ertrunken. Und ihre Geschichte, ihr Traum von Olympia, der wird jetzt noch mal neu erzählt. Und zwar ganz anders, nämlich hier als Comic. Flüchtlingen ein Gesicht geben. Comic-Künstler Reinhard Kleist macht dies mit ein paar Federstrichen. In seinem aktuellen Comic erzählt er die Geschichte von Samia Yusuf Omar, einer relativ erfolgreichen Leichtathletin, die aber gezwungen wird, aus ihrem Land zu fliehen und am Ende ihrer Odyssee ertrinkt. Die Geschichte ging mir am Anfang schon sehr nahe und das ist natürlich klar, weil man kann sich so gut mit ihr identifizieren, weil dieser Traum, den sie hat, der ist halt so menschlich. Sie möchte laufen, sie möchte halt für ihr Land an den Start gehen und dafür setzt sie alles auf eine Karte und das macht sie halt so lebendig. 2008 läuft Samia bei den Olympischen Spielen in Peking für Somalia. Weit abgeschlagen zwar, aber sie erobert die Herzen der Zuschauer. Damit beginnt ihre Geschichte und auch der Comic fängt damit an. Die Familie sitzt gespannt vor dem Fernseher, voller Hoffnung. Immerhin, sie ist bei Olympia. Die war Olympionikin, war eine verdammt gute Sportlerin. Die hätte was werden können, wenn wir sie unterstützt hätten. Und das wurde nicht gemacht. Und stattdessen musste sie dann halt diese Flucht machen, weil sie keinen anderen Weg mehr gesehen hat. Wie tausende Flüchtlinge steigt Samia 2012 in ein Boot, will über das Mittelmeer nach Europa. Denn nach ihrem Olympia-Einsatz wird es schwierig für sie in Somalia. Extremistische Milizen untersagen Frauen Sport. Samia wird geschlagen, beschimpft, unterdrückt. Sie fürchtet um ihr Leben. Ihren Traum von den nächsten Olympischen Spielen kann sie nur durch Flucht erfüllen. Ein Dreivierteljahr dauert diese, von Somalia bis zum Mittelmeer. Was sich viele Leute eigentlich nicht bewusst machen, wenn sie die Bilder von den Leuten in den Schlauchbooten sehen, dann wissen die ja eigentlich gar nicht, dass da zum Teil manchmal jahrelange Odysseen vorher schon waren, bis die überhaupt mal an den Strand vom Mittelmeer gekommen sind. Überraschend war das auch für den Zeichner, der bei seiner Recherche erfährt, wie wichtig vielen Flüchtlingen das Internet ist, um Kontakt zur Familie zu halten, auch für Samia. Trotz größter Probleme schafft sie es am Ende in ein Boot, fällt aber kurz vor der Rettung ins Wasser und ertrinkt. Wie hunderte andere namenlose Flüchtlinge auch, denen man beim Lesen jetzt nahe kommt, in der Hoffnung, dass man einfach eine Geschichte, ein Gesicht verbindet mit Schicksal von Leuten, die halt zu Tausenden sich auf den Weg machen, um ein besseres Leben zu finden und auch einfach um ihre Haut zu retten, dass man sich das ein bisschen verinnerlicht. Um zu erkennen, dass sich hinter den Randnotizen der Medien Menschen verbergen, Menschen wie Samia Yusuf Omar. Ja, also meine ganz andere Idee, so ein Schicksal wieder zu erzählen.